Die gute Situation darf uns nicht erneut den Fehler begehen lassen, uns in einem Selbstgespräch in Vergessenheit zu bringen, was eigentlich droht. Ich will nur darauf hinweisen, dass die Transitverträge, die Russland mit der Ukraine geschlossen hat, im Jahr 24 auslaufen. Und der Krieg wütet. Es gibt kein sicheres Szenario, wie das da weitergeht. Und würde das russische Gas nicht in dem Maße, wie es ja noch immer durch die Ukraine fließt, nach Südosteuropa kommen, gilt, was europäisch verabredet würde. Bevor die Leute dort frieren, müssten wir unsere Industrie drosseln oder gar abschalten. So sind die europäischen Regeln und Vereinbarungen.